So, herzlich willkommen zu einem neuen Video unterm Auto. Es geht mit Michel, der Nico ist noch am Wörthersee. Ich glaube, das jetzt eine Rolle gespielt hätte, ob auch jetzt. Wir sind jetzt schon dabei hier. Kupplung ist schon mal drauf. Das Getriebe kommt drauf. Was wir aber auf jeden Fall schon ändern mussten, die Halter von rechts nach links. Gerade was die Position vom Motor belangt, weil so haben wir jetzt, heben wir schon, einen riesen Luft nach hinten. Ja, genau. Was wir wahrscheinlich auch machen müssen. Das sehen wir aber, wenn das Getriebe dran ist und ein Getriebehalter montiert wird, sehen wir, was passiert. Hier ist auf jeden Fall noch Platz. Aber gut, der hängt ja noch nicht so. Genau, richtig, der steht ja nach hinten schon. So. Und Bremskraftverstärker haben wir schon raus. Ja. Weil, so wie es jetzt ist, drin sitzt, steht er an. Steht er an, ist knapp. Vor können wir sowieso nicht wegen der Ölwanne. Zeigen wir aber auch nachher von oben. Der ist jetzt auf jeden Fall draußen. Kann sein, dass wir den ersetzen müssen mit dem kleineren, weil wir vielleicht doch ein bisschen nach hinten. Aber allzu weit nach hinten kann man auch nicht mehr. Ne? Nee, viel ist nicht. Viel ist nicht. Aber wir nehmen euch dann dafür auch gleich mit, wenn das Getriebe drin habt. Bis gleich. Wäre auch viel zu schön gewesen, wenn es problemlos alles gehen würde. Ja. Es ist doch ein bisschen enger, aber nicht hier im Motorraum allgemein. Nicht hier überall, sondern da unten. Tunnel. Theoretisch müsste man dann ein bisschen aufweiten. Theoretisch. Geht auch so. Dann hast du halt, wir können es nachher beim Einbau nochmal zeigen. Da geht es halt ein bisschen zwischen dem Halter, hier Motorhalter, der da dann drauf kommt und dem Krümmer sehr, sehr eng zu. Und guck mal hier, da ist wirklich nicht viel Platz. Und das macht jetzt hier nichts. Aber da ist auch der Ölfilter drunter. Da ist es knapp, also im schlimmsten Fall würde ich das isolieren. Auf jeden Fall, ja. Oder? Ein bisschen bearbeiten eventuell den Ölfilter und dann Isolierung drum. Einpacken. Man hat es halt versucht, jetzt vorhin so reinzumachen. Das Blöde ist auch, jetzt kommt's. Vielleicht kommen da auch jetzt die größten Sprüche, dass die Lenkstange hier durchgeht. Also hier. Hallo. Ja, also da muss sie durch. Zwischen dem Krümmer, sonst hast du hier wirklich in dem Bereich ein bisschen wenig Platz. Das Blöde ist halt, da merkst du, gesehen, dass es an der Achse schon knapp ist. Ne? Wenn die Ölwanne etwas anders gewesen wäre, wäre die, oder so mal, human die Ölwanne ein bisschen ändern. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du das, meinst. Dann kommt der Motor ein bisschen weit nach vorne und du hast alle Probleme größtenteils weg. Auch mit dem Motorhalter hast du auch nicht so kompliziert. Oder so. Nehmen wir den mal hoch und gucken wir mal die Ölwanne an, ob ja, wir sie überhaupt bearbeiten können oder ändern können. Was ist jetzt passiert? Wohl oder übel musste man hier einen kleinen Radius machen, einen Krümmer vorbei. Und das auf beide Seiten. Dass die Krümmer vorbeigehen, dass man das Ding überhaupt mal festmachen kann. Dann haben wir noch die Halter bekommen für die Lichtmaschine und für die Servopumpe. Sollen wir die nur waschen und dann ran machen, oder? Ja, oder willst du pulvern? Nee, die machen wir so ran. Was uns jetzt nur noch fehlt, ist der Anlass auf der anderen Seite. Da kriegen wir eine überholte und dann auch gleich mit einem BMW-Stecker dran. Die kommt dann auch hier rein. Der Vorteil ist, die Anschlüsse von BMW zu Corvette sind anders. Der baut dann gleich um, dass okay, wir direkt einen BMW-Stecker da reinstecken können. Ja, das passt. Ist einfacher. Aber wir haben, warte mal, wir haben gar keinen Stecker. Was denn? Wir haben normal nur so Endhülsen. Achso, wo man nur an den Kabel bindet. Richtig. Nur, da ist ja Klinde dran. Ja, da muss man es ihm sagen, stimmt. Wieso, Ding, okay. Ein ja, paar Kabelbäume sind auch schon verbaut, so grob. Die Front musste raus, da steht er schon drin. Weil mit Getriebe wird es ein bisschen schwierig von oben. Also, dann gucken wir mal, wie es aussieht. Müssen wir auch mal hoffen, dass das hier von der Position her perfekt ist. Aber sollte er, wenn so Getriebe da haben wir, Getriebeadapter kommen, ne? Da haben wir ein paar verschiedene. Das vom 1,8 Liter, glaube ich, das da ist länger gewesen hier. Vom 3,18er? Ja, ja, und das war kürzer vom 3,25, richtig. Ja. Da muss man gucken. Das werden wir sehen, aber das müsste schon passen. Also so wie er jetzt ist mit den Krümmern, mit den Halter dran und Getriebe, wird es ein bisschen eng, den reinzupflanzen, weil genau der hier stört. Das ist der Halter vom Aktivkohlefilter, den brauchen wir eh nicht mehr. Das heißt, der kommt weg, dann steht er auch nicht mehr im Weg. Oh, Junge. Anstatt dass sie sowas punkten, weißt du, ziehen sie Schweiß nicht durch wie Weltmeister. Das sind Karosseriereflexarbeiten jetzt.
angesagt hier. Mit der Brille ohne Käppi. Safety first. Ich war gestern beim Igor, das ist der eine Freund, bei dem wir schon mal waren, wo die ganzen Korvettenbauten macht. Da habe ich so ein paar Halter genommen, gerade für Lichtmaschine, Servopumpe und so. Und da habe ich so den gleichen Motor gesehen, der hatte eine ganz andere Ölwanne. Und zwar ist die vom Camaro jetzt und der hat eine Cup noch vom Corvette. Das heißt, die geht ab hier relativ flach so nach hinten. Also wie so ein Dreieck. Dreieckform sieht die aus und da hast du schon mal das Problem hier weniger. Aber jetzt aktuell haben wir hier viel Luft, aber da oben, also zeig ich es mal, hier zwischen Tunnelanfang und dem Adapter wird es da sehr eng. Das heißt, wie eine ganz kleine Kante so weggeschliffen, dass man da ein bisschen, also das macht ja nichts, wenn man hier so eine Kante wegschleift, haben wir oben was weggeschliffen. Aber der Kollege von Nellegal Garage, wo ich die Videos auch immer gern angucke, hat mich auch schon vorgewarnt, dass die Krümmer nicht immer passen, dass da viele Änderungen gemacht werden müssen. Stimmt. Also es war, wenn ihr am Halter noch was wegmacht, ja, weggeschliffen. Also man muss da definitiv ein paar Änderungen machen. Auf der Seite gar nichts. Ja. Eher nur auf der Seite hier. Ich sag jetzt mal so, wenn ihr den Krümmer selber bauen könnt oder ihr habt jemanden, dann müsst ihr das Ding, was hat der Krümmer gekostet? 1000 Euro? 800 Euro? 800 noch was. Ja. Dann lasst einen produzieren oder machen, bauen direkt am Auto, weil okay, wenig Platz hast du immer. Ja. So, und jetzt sitzt er so weit drin. Was auch das Hauptproblem ist, ist hier. Ist schon leicht. Da muss man halt eine Beule reinmachen hier. Leicht jetzt. Kriminell. Ja, weil da ist wirklich kein Luft mehr frei. Und jetzt zum Getriebehalter. Gib mir nochmal Schublicht bitte. Genau. Das ist jetzt der Getriebehalter, was mitgeschickt wurde. Hier erkennt man, oder hier besser, wo der Halter vorher war, zwischen hier bis hierher. Und das sind die Löcher im Prinzip, denke ich, für den 325er. Ne? Ja. Aber wie gesagt, wir haben jetzt den Original abgeschraubt. Vielleicht können wir den auch nutzen. Das wollten wir jetzt mal ausprobieren. Nicht, dass ihr jetzt umsonst mal so einen Halter bestellen müsst, falls ihr genau exakt diesen Umbau macht. So sieht er eigentlich gar nicht verkehrt aus. Ich sag zu 85%, der passt. Also, wir probieren es aus. Falls der passen sollte, dann können wir auch den übernehmen. Brauchen wir keinen Halter dazu. Ich sage jetzt auch so, nicht nur wegen den Kosten. Ich hätte jetzt auch gesagt, auch selbst der TÜV freut sich über Originalteile, Halter und so mehr. Eigentlich würde es jetzt nicht interessieren, aber Getriebehalter. Pff. Aber Original ist Original. Wenn man es hat, dann muss man es nicht kaufen zumindest. Wir machen den anderen weg und machen mal den Originalen hin. Wenn ihr aber natürlich die andere Ölwanne nehmt, weil ich habe beim Igor gestern welche gesehen, die echt sehr schmal sind, dann bräuchtest du aber nochmal so ein Ölbehälter oben, um einfach auch diese Menge da zu haben. Weil hier, also an der anderen Ölwanne, was ich da gesehen habe, da kriegst du nicht viel Öl rein. Hier ist ja viel. Das ist ja ein Riesending. Guck mal, meine Handfläche. Ja. Aber bei dem anderen brauchst du halt einen Ölbehälter. Das sparen wir uns jetzt in dem. Ich weiß es nicht, ob es mit der anderen Ölwanne auch vielleicht besser gewesen wäre. Also der Originale sieht zwar so gut aus, aber die Löcher passen nicht. Das heißt, das passt, aber das passt nicht. Aber das ist vom 325er. Das ist vom 2,5er, genau. Auch das Getriebe, ja. Vom 2,5er. Jetzt nehmen wir mal den 3,18er. Ja, und machen Halter, machen den mal hin. So, 3,18er Getriebehalter, aber... Ja, selber. Selber, gell? Selber. Weiß gar nicht, ob es da echt Varianten gibt. Wenn, dann vielleicht bei Automatik getrieben. Aber haben wir ja auch noch eins. Weil da ist die Kardamelle von der Länge her auch anders, ne? Wir können ja mal vergleichen. Ich nehme den Halter jetzt als Dings und genau, vergleich mal. Gucken wir mal, ob der anders ist. Okay. Ja, deswegen gibt es diese Versatzlöcher. So sieht's aus, die haben das alles für eins benutzt. Und auch an hier haben wir auch im Prinzip einmal eins, zwei, drei. Je nachdem immer. Passt es. Also gut, dann müssen wir wohl oder übel, haben die Amis was dabei gedacht. Ne? Dann machen wir das Ding mal fest. Langlöcher, die Schrauben machen wir mal noch nicht fix, dass man
Wir versuchen nämlich noch ein bisschen vorzukommen. Wir haben ja hier noch Luft, um einfach da an der Spritzwand ein bisschen Platz zu haben. So, Getriebe ist fest. Jetzt versuchen wir mal die Kardanwelle. Das ist die 2,5er Kardanwelle, gell? Ja. Okay, Mittellager. Vorne ist sie drin? Ja. Ja. Mittellager, oh, okay, haben wir einen Versatz. Also von der Länge her wäre gar nicht so schlecht, aber was wir machen können, warte mal, hoppala. Ja, Moment, ist die Anschlag dasselbe wie 3,25er hier? Ja, der Flansch ist dasselbe. Ja, von der Position her meine ich jetzt. Das weiß ich nicht. Es könnte sein, dass das andere Diff ein bisschen länger ist und dann passt das. Warte mal, soll man messen? Was haben wir hier jetzt? 27. Ob das mit dem Verbauten gleich ist? Jetzt nur wegen der Position wollen wir das mal nur rauskriegen. 24. Ja. 3 cm. 3 cm. 3 cm, das heißt. Da kommt. Wie viel hat uns hier ungefähr gefehlt? Warte mal. Dann ist ja sogar zu lang, die Welle. Nee, wir können sie ja hier noch zusammenstauchen. Ne? Achso, haben wir noch Platz? Ja. Okay. Wir können auch schauen, notfalls. Aber jetzt war sie schon zu lang, Micha. Ach so, ja. Jetzt war sie schon zu lang und dann wird sie noch 3 cm vor. Ja. Und der Länge hat es ja jetzt gepasst. Ah, warte, da müssen die Dinger raus. Also sind 3 cm. Also die wird man schon irgendwie reinkriegen. Das ist nicht das jetzt Problem. Ist die Frage, hier haben wir mehr Versatz wie 3. Aber das messen wir schon seit hier, wie es gerade ist, vom Lager zur Schraube, ob das 3 cm sind, ob das durch den Diff. Aber wir müssen die trotzdem. Also, wir können sie zusammenstauchen. Genau. Und? 3. Also. Jetzt probieren wir sie zusammenzuschieben, 3 cm. Und dann mit dem anderen Diff. Wir also, haben noch ein paar andere Wellen. Wir können ja gucken, uns optimalste rausholen. Aber, ja, das können wir schon machen. Oder? Aber ich glaube, weil es wirklich beim E36 verschiedene Wellen gab und da du hier ein bisschen was zusammenstauchen kannst und da wir hier noch Langlöcher haben und ein paar Millimeter hin und her oder Zentimeter sogar vorzugehen. Ja. Kann sein, dass wir da nichts schneiden, nichts anpassen müssen. Was machen wir zuerst? Dann probieren wir das aus. Ja. Beziehungsweise die Hinterachse haben wir ja schon gepulvert. Ja, jetzt das alles raus. Das ist jetzt alles raus und dann machen wir den Diff rein, dann wissen wir es ja 100%. Genau. Also, bis gleich. So, nächster Tag. Wir haben hier immer noch ein bisschen Probleme, gerade was den Trümmer betrifft. Das zeige ich euch mal jetzt. Wir haben das Problem, dass wir die Stange am Krümmer ansetzen. Obwohl, ist es hier jetzt fix, die Position? Ja. Ja. Schlenkgetriebe ist jetzt fix, das heißt, wir stoßen da am Krümmer an mit der Lenkung. Jetzt haben wir den Hersteller von dem Krümmer angerufen. Wir haben ja alles von Drift HQ bestellt, aber wir haben die Krümmer von Siki, heißen die. Ja. S-I-K-K-Y. Und die Lenkstange, die was mitgeschickt wurde, die ist auch von Siki. Jetzt haben wir denen gestern eine E-Mail geschickt, warum die nicht passen, wo das Problem mit sein kann. Dann sagen die, ja, ihr habt nicht unseren Motorhalter. Vielleicht können wir mal ein Bild einblenden, was die anbieten, weil die bieten im Prinzip einen anderen Motorhalter an. Die bieten auch eine andere Ölwanne an. Ich weiß jetzt aber nicht, warum Drift HQ uns dann sowas schickt komplett. Genau aus diesem Grund solltet ihr eigentlich alle Videos zuerst mal angucken, bevor ihr die Sachen bestellt, weil es kann sein, dass wir jetzt doch andere Motorhalter bestellen müssen oder auch die andere Ölwanne. Wissen wir nicht. Aber ist halt immer so, der Erste, der so einen Umbau grob macht, der muss halt ein bisschen mehr ausgeben. Was machen wir jetzt, Micha? Tun wir denn jetzt mal runter? Wir telefonieren jetzt nochmal mit deinen Leuten. Ich würde jetzt mal, so wie wir gesagt haben, bisschen versetzen. Grob ausrichten, versetzen und vielleicht haut es ja dann hin. Ja, was jetzt der Plan ist, ist, dass wir eventuell mit dem Motorhalter etwas nach links gehen. Damit nehmen wir den ganzen Block mit, also komplett mit Getriebe und so. Und da ist nach rechts ist da Platz. Das heißt, wenn das alles hier rüber wandelt, dann wandert, nicht wandelt. Dann haben wir da auf jeden Fall eher mehr Platz. Wir probieren es. Wenn es geht, gut. Wenn es nicht geht, dann müssen wir uns das was anders einfallen lassen, gerade mit anderen Ölwanne und so. Ja, ist so. Steht jetzt zuerst mal so da, weil wir jetzt einfach noch mal probieren, andere Motorhalter von Siki zu kriegen, eventuell die andere Ölwanne. Dass wir hier im Prinzip safe sind und auch
es ordentlich gemacht wird. Klar kannst du da jetzt mal vielleicht das ein bisschen rüberschieben, das ein bisschen rüberschieben und das ein bisschen eindellen und machen. Wenn wir das jetzt so machen, denke ich, wenn wir das einmal so machen, und wir könnten es ja eindellen, dass es eine einmalige Geschichte ist, aber dann brauche ich euch nicht davon erzählen, wie gut die Teile sind, wenn sie nicht passen. Dann ist nicht nur der Hersteller der Arsch, sondern ich auch der Arsch. Aus dem Grund sollte es wirklich Plug and Play sein und alles 100% passen. So, jetzt lassen wir den mal stehen. Das wird jetzt wieder eine Woche, zwei Wochen, bis die Teile kommen, stehen. Egal. Und dann geht's weiter. Gehen auch wieder andere Sachen weiter. Ja, also ich finde immer ein bisschen mehr, was ich aber entdeckt habe. Ob man das so erkennen kann. Ja, hier. Scheiße, was? Du müsstest hier die komplette Seitewand fast lackieren. Oder beilackieren. Mr. Yasin kriegt das hin. Okay, die Schaltkulisse passt zu 90%, oder dann? Ja. Die Schaltstange. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja, wie gesagt, Lenkung ist jetzt das Hauptproblem. Und Bremskraftverstärker machen wir wahrscheinlich doch einen anderen rein, weil damit wird es nicht gehen. Außer die Ölwanne gibt uns so viel Platz nach vorne. Das könnte aber nicht sein. Habe ich schon eingeblendet, die Ölwanne? Weiß jetzt nicht. Diesen ganzen Kit vom Siki. Vielleicht blenden wir das jetzt nochmal ein, dann sieht man wirklich, dass die Ölwanne um einiges flacher ist als die. Und dadurch kannst du mit dem ganzen Motor im Prinzip nach vorne, Bremskraftverstärke, kein Problem mehr. Da unten, was wir ja bereits ein bisschen Platz gemacht haben, theoretisch auch kein Problem mehr. Wie es damit in den Krümmer aussieht, weiß ich nicht, weil die Lenkstange, die bleibt immer in ihrer Position. Wir müssen so viel Platz schaffen oder hin und her gehen, dass die Krümmer, weil sie am Motor hängen, sich bewegen. Dann kommen sie auch durch. So, was wir aber schon machen könnten, theoretisch schon dann den Vorderteil hier alles zusammenbauen. Ne? Lichtmaschine, Teilriemen, Servopumpe, Servobehälter brauchen wir noch einen. Was ich überlegt habe, dass wir vielleicht den originalen Servobehälter nehmen. Vom E36. Das ist ja egal, was für einen wir nehmen. Der passt ja da. Da ist wo sind die Teile, wo wir geholt haben? Das ist jetzt der Halter gewesen. Genau. Die Umlenkrolle. Wenn die jetzt eh hier stehen, Micha, dann sollte man die vielleicht mal entweder pulvern oder reinigen, weil bis die anderen Teile da sind, dann ist das wenigstens wieder hier. Ich würde es dann pulvern lieber, oder? Ja. Gib mal es hinten ab. Ja. Und die Rolle ab und dann gebe ich es ab. Und die Servopumpe, achso, die war da unten gelegt. Die habe ich auf die Palette gelegt, okay. Dass der Kofferraum nicht voll schockt. Lichtmaschine haben wir da, Anlass erwarten wir. Übrigens, am 21.05., wenn ihr kommt, das Fahrzeug wird dann hier stehen. Also wir werden hier ein bisschen abgrenzen, dass jetzt hier nicht die Leute, keine Ahnung wo, durchlaufen. Also ihr könnt es dann auch live anschauen. Ist ja schon, eigentlich, wenn es kommt, schon soweit. Also, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.